Hallo, grüezi, willkommen und hallo. Wir befinden uns gerade in Lion's Art und müssen mit einem mysteriösen Apfelhändler sprechen. Gehen wir doch mal in die Instanz rein und schauen doch mal, was uns hier erwartet. This is it. I'm Eris DeGalkin and I'm going to lead Destiny's Edge to victory. I'm the Crystal Dragon and I'm going to make you all crunchy. I'm Logan and I'm gonna run away. Hey, that's not fair. Logan didn't run away, he went to save the Queen. That's running away. His guild needed him. Ritlock wouldn't have run away. Why don't you be Ritlock then? Okay, I will. I'm Ritlock Brimstone, you harpy sniffing dragon. Feel the wrath of my flaming sword. If he gets to change, I want to change too. I'm Kate now. Then I'm Zoja. Your leadership stinks like a Skrit cesspool, Air. You're the reason we failed. You can't be Zoja. You're the dragon. And I'm not Air anymore. I'm Kate. And Kate says, focus on the dragon, morons. Charge tribunes don't take orders from Kinlan. Follow me, everybody. Except you, Logan. You can run back to your girlfriend. Quit that! He didn't run away. Ha! I'm the dragon again. And Destiny's Edge is too busy fighting each other to fight me. Die! Scorch it all! The dragon got us! If only Logan hadn't run away and Air was a better leader. Yeah? Well, if only Ritlock had stuck to the plan and Zoja wasn't so cranky. Destiny's Edge tastes delicious. Now I shall conquer the world! Okay, everybody stop. This isn't working. Let's play Renegades and Separatists instead. Dibs on Ajax. Ja, was diese drei Kinder gerade so wunderschön zusammengefasst haben, sind die ist also mehr oder weniger die Vorgeschichte, die Destiny's Edge dahin gebracht hat, wo sie jetzt sind. Und wir müssen hier mit Kate reden, die versucht, wieder Destiny's Edge zusammenzubringen. Und da wird es jetzt auch noch gleich einen schönen Dialog geben. Deshalb Glück auf und viel Spaß. Ich sag dir viel Spaß. Mann, nochmal, viel Spaß. Welcome, fellow members of Destiny's Edge. We must speak of the threat of the Elder Dragons. When I agreed to come, I didn't know you'd be inviting this char. I could say the same for you, human. Finally crawling back for forgiveness, Logan. I've done nothing that needs to be forgiven. Logan, Ritlock, enough of your squabbling. Kaith, I doubt that we can unite again. Not after our last mistake. The Norn's right. When Eris DeGalkin makes mistakes, people die. Is that what you think, Zoja? That what happened was my fault? Please, all of you, our time has come. We must help the Orders. We have fought the Elder Dragons before. And lost, because someone couldn't keep up with us. You have something to say, say it to my face. I would if you weren't always running away. I should gut you and be done with it. Gut me? With what? That human-made sword you looted from Ascalon? I've had enough. We're done here. Running away again. Ritlock, you're just making it worse. Ha! Look who's talking! Logan's right, for once. I have more important things to do. I'm done with this. And I refuse to waste my efforts on cowards and fools. Goodbye, Kaith. It's sad to see Logan and Ritlock argue. If only there was something to bond them together. Yes, I know what might help. Kaith, I have to leave as well. I fear this meeting was a mistake, but maybe I can fix it. We failed, then. Failed to bring Destiny's Edge back together. We cannot help the others. How can we help Tyria? Ja, ihr seht, diese Destiny's Edge-Gruppe hier hat bereits schon mal gegen die Elder Dragons gekämpft, haben anscheinend verloren und auch einen Freund, wie es scheint, verloren. Und deshalb möchten die jetzt erstmal nicht mehr zusammenkommen, weil jeder gibt quasi jedem die Schuld. Deshalb, ja,
es war Kaiths Idee, die wieder zusammenzubringen, um eben mit den Orders von Tyria zusammen gegen die Elder Dragons zu kämpfen. Aber anscheinend hat sie es nicht geschafft. Und ja, wir versuchen jetzt hier ein bisschen wieder die Leute zusammenzubringen. Jetzt meldet sich der Apple Vendor, mit dem wir jetzt gleich sprechen müssen, weshalb wir wieder nach Lion's Arch müssen. Ladezeiten, wenige Frames, bla bla blub, und wieder in die nächste Story-Instanz rein, wo wir jetzt eben mit unserem Mentor vertraut gemacht werden. Dieser Mentor verkleidet sich als Apfelverkäufer. You know what would hit the spot right now? A juicy red apple. Lustig. Hey there. Can I interest you in an apple? I'm looking for my contact. A member of the Apples for sale! Nothing but apples to see here, folks! What part of secret society wasn't explained to you? Keep your voice down, initiate, and pretend you're buying an apple. Sorry. give me that apple. The one over there. My name's Tybalt, Lightbringer of the Order of You-Know-What. It's my job to train you to serve the Order. I'm supposed to figure out if you're trustworthy, and if you are, well, then you get to know more. A lot of people would love to know the secrets our order collects about the dragons, sometimes for very bad reasons. That makes sense. Put me up to any test, Tybalt. I'll prove myself. First things first. We've got a mission assignment. Are you up for it, initiate? Aren't you going to tell me what it is? Ah, not in Lion's Arch. There are ears everywhere. Meet me in Applenook Hamlet, and I'll brief you there. Ridlock. No? Before you follow Tybalt, speak with me, initiate. My name is Real, and I am the Order's primary spy in Lion's Arch. The Preceptor sent me to welcome you before you begin your first mission. You have a right to know the dangers you will face. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Kostüm hier von ihr gefällt mir echt recht gut. Hat was. Und ja, schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Welcome, Initiate. Yes, we know who you are. We've been watching you. You join us even as the fate of nations hangs in the balance. Only the Order of Whispers stands between civilization and ruin. In every nation, the dragons are rising. They will devour the world. If they aren't stopped, they'll turn Tyria into a burnt-out husk, a broken shell. You may have chosen to join the Order of Whispers, but our trust is earned, not given. Now is the time to show your worth. It doesn't matter where the dragons came from, or why they awakened. The secrets we discover will help us send them back to hell. Welcome to the Order of Whispers. Schön, dass du da bist. Ich wusste ja nicht, dass du da bist. Ah ja. Ja, ich bin ein bisschen aus dem Konzept. Meine Mutter wieder da, ich muss wieder ein bisschen schneiden. Ja, loop. Wir müssen Tybalt, nicht Ridlock. Ja, kann sein, dass ich ab und zu mal ein bisschen Namen verwechsle. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Tybalt Lightbringer. Stealing Secrets. Müssen wir hier raus. Aus Lion's Arch. Endlich. Wie gesagt, ich mag Lion's Arch nicht. Es ist so overcrowded da, dass meine Framerate halt immer runtergeht. Ja. Niemand mag. Also vielleicht mögen ein paar Leute Lion's Arch, aber ich mag's nicht. Meine Lieblingsstadt ist ehrlich gesagt The Grove und ich mag auch Divinity's Reach ganz gerne. Oh, Mail. Restless Ghosts of Ascalon Catacombs. Ah ja, ist wieder eine Instanz, wo wir halt eben nicht reingehen können ohne Leute.
Und schauen wir doch mal, was unser Tybalt so zu sagen hat. Wenn der Ladescreen vielleicht mal weggeht. Da ist Tybalt. Schauen wir mal gerade, wie groß das hier ist. Es geht eigentlich. Ne? Apple Nook Hamlet. Das ist hier diese kleine Stadt. Und go Tybalt. Hey, Initiate. I wish we could have talked at that tavern in Lion's Arch. Free drinks? Plenty of pretty ladies will talk to a broken-down engineer. Maybe next time. I'll even buy you a round of something you'll enjoy. Apple cider, right? Ha! Good one. Anyway, here's the situation. This is Kryta. Most of Kryton politics center around a tug-of-war between the Ministry and the Queen. Minister Cauticus wants to steal the throne from Queen Jenna. Cauticus doesn't see the dragons as a threat. He just wants Kryta for his own. That means we're on the Queen's side, right? You're darn right. Queen Jenna's making a treaty with the Char. She supports Lion's Arch. The Order likes having her in power. Here's where it gets interesting. Minister Cauticus's daughter, Demi, contacted the Order of Whispers. Apparently there's trouble at home. Demi Beetlestone is offering detailed information about her father's shady deals in exchange for asylum among the Order. Trouble is, the Order lost contact with Demi between Divinity's Reach and Apple Nook Hamlet. Our job is to track her down. Makes sense to me. Let's snoop around and see what we can find. Ja, da habt ihr es gehört. Demi Beetlestone ist uns abhanden gekommen, was ja nun mal nicht so oft passiert. Eine Silvari in der Lion Guard. Cool. Wir müssen rauskriegen, wo sie jetzt eben ist. Und ja, sie möchte uns Informationen geben über ihren Vater, der doch ein wenig ja, hinterlistige, wie heißt du? Huch. Doch nicht die richtige Antwort. Gut. Der versucht, der Queen Jenna eben den Thron unter dem Nagel, der versucht, den Thron zu bekommen. Das ist voll der Skarmann. Nur, dass hier keine Knuherde ist. Possibly provisions. She's from a city. She probably buy fresh food. She seems that. Ja, wir suchen, also das ist aber irgendwie ein bisschen dämlich, oder? Wenn sie will entkommen, aber sie kleidet sich wie eine Frau aus der Stadt und tut überhaupt nichts, um ihre wahre Identität ein bisschen zu verstecken. Da ist es doch klar, dass die hier auf offener Straße eben, ja, ausgeraubt wird. Gut. Tybalt. You have a way with people. Not bad. Squeeze them a little and these villagers leak information. So, Demi was with friends here, but then disappeared. The Ministry guard appeared right after she vanished. It makes sense that her father, a powerful minister, sent the guard to bring her back. But they're still here, which means they haven't found Demi yet. Hmm. We also know the Ministry guard commander was angry about a message from an unknown source. The guard has answers we don't have. It's time to know what they know. They're all at the tavern. If we can get them drinking and talking, they'll spill the apples. Let's go. Demi disappeared before the ministry showed up. We need to know more. So, wir möchten jetzt die Informationen aus den Wachen in der Taverne herausbekommen. Dazu müssen wir sie natürlich stockbesoffen machen, damit sie nicht mehr wissen, was sie tun. Ja, tun wir das mal. Yo, my friend, you need sunglasses. Beautiful sunglasses. Anscheinend vertreiben wir die einfach. Zack. Bist du besoffen? Gut. Nicht so interessant gerade. Stand up straight, Private. You. Upstairs. Double time. I mean now.
Tja, die Kommandantin schickt ihren Untergebenen nach oben sofort und geht hinterher. Was die beiden wohl hinter verschlossener Tür tun werden? Ich weiß es nicht. Ein Schelm, wer Böses denkt. What in the name of Balthazar's horned helmet is wrong with you, Guardsman? You're yammering away like a skrit caught red-handed. Ah, we were just talking. No harm done. I never mentioned the commander's letter, or the pirates. Straighten up and call me sir, or you'll find yourself transferred to the Blackhold Mines. Yes, sir. I'm sorry, sir. Please don't tell the commander, sir. You're lucky the commander's retired to his room, soldier. You'd better do the same before I change my mind on that transfer. Jackpot. These guys are no match for professionals. They fall all over themselves. Sounds like the commander has a letter in his room that we need to see. I'll make a distraction. You sneak in while he's busy. I saw some Dolyaks out front. Stampedes are always fun. Ja, dieser Ridlock, Ridlock sag ich, oder Tybalt heißt er. Tybalt ist ja hier voll der Porno-Gedöns-Typ, ne? Der weiß ja irgendwie alles. Okay. So, die Herde ist jetzt unterwegs. Wir haben Zeit. Ja, um hier eben reinzugehen, mal zu schauen. Ich glaube, das Zimmer von ihm ist oben. Da bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Ja, ist es. Im Hintergrund labern die halt noch so ein bisschen Zeug, aber das braucht man nicht unbedingt. Oh, interesting. 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 It's about... Whoa, what was that? I don't think they're friendly. Defend yourself. Surfs heißen die Viecher. Okay. Huh. Das war easy. Here we go. Greetings, Commander. Blah, blah. To me, Beetlestone in our custody. Ransom. Ransom? Ah, slag iron. And who sent... Ah, here. Cordially yours, Captain Jane of the Jackdaws. To me, he's been kidnapped by pirates. Cool. I mean, interesting. That explains why Demis didn't make her meeting with the Order. Does the note say where she's been taken? Of course not. But the Jackdaws dock on the far shore of the lake to the north. We should check there. If we disguise ourselves, I bet we can slip right in. If they notice, we'll pass ourselves off as a couple of new hands. I'll scrounge up some Jackdaw clothes and meet you there. Hang on, that sounds dangerous. Don't we need to check in with someone before we go further? Does the Order know you're doing this? We operate independently enough for this. The Master of Whispers relies on my discretion. If he trusts me, Initiate, so should you. Der Master of Whispers. Oh, wir kriegen wieder einen wunderschönen Key, für den wir aber momentan gar keine Truhe haben. Das ist ja Pech. Glücklicherweise kosten die Truhen eben im Auktionshaus 3 Kupfer oder so, von daher können wir da auch nochmal nachschauen. Wir werden jetzt die Demi Beetlestone vor Piraten retten. Wer hätte das gedacht? Jutta hat sich kidnappen lassen. Ja, Damsel in Distress, ne, ist so eine sehr, sehr beliebte Handlung. Wir haben gerade keine Kiste, schade, muss nochmal nachgucken gerade. Und ja, die Quest machen wir jetzt natürlich noch. Und werden dann nach dieser Quest in die nächste Episode übergehen. Aber wir haben ja noch Zeit. Ja, komm, Tybalt. Mach mich verkleidet. Hab mich verkleidet gemacht. Das sieht irgendwie scheiße aus, Leute. Kann ich das hier irgendwie... Nee, gut. Farben bringt da nichts. Ja. Jackdaw Sapper. Da unten sind Barracudas im Wasser. Da wollen wir natürlich nicht hin. Aber wir wollen hier mit Second Mate sprechen. Yar, me hearty. I'll wager my buddy here can drink you foul-smelling lot out of the table. Now,
Who's got the guts to challenge us? A drinking competition? What are you doing? Shh, just go with it. Trust me. Who are you scoundrels? And what's your wager? I'm two tibs a whisker, and this is, blood-covered backstabbing Blackjack the Blade. Yeah. And our wager is two fistfuls of gold. Are you in? Aye, I'm in. Jackdaws, belly up to the bar. Fill your mugs and lay your money down. Oh, eine drinking competition. Listen up, you sea dogs. Come witness about to be remembered. The bold newcomer versus your favorite cheap date, one drink drink. I hate you guys. A titanic match of fortitude and resilience. Let the drinking begin. I'll drink you under the table, lover. Okay, das ist... Bersches Buff heißt dieses Ding hier. Und wir müssen ihn im Endeffekt nur unter den Tisch trinken. Und ihr seht, seine Livebar hat unheimlich abgenommen gerade. Das Spiel funktioniert so, dass ihr... ja, ist ja gut, der erkündigt jetzt hier ein bisschen meine Opponents an. Diese Sachen dauern halt immer so lange. Finde ich ein bisschen nervtötend. Die geben auch nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt. Es geht im Endeffekt... Ja, komm, mach. Ich will, jetzt kann ich es zeigen. Ihr könnt trinken. Das macht aber Leben runter. Man kann faken. Und man kann Wasser trinken. Und man kann den Gegner halt anrülpsen. Zack. Boah. Scheiße, ey. Ich glaube, der hat was gemerkt, dass ich gefaked habe. Ja, das ist ein bisschen suboptimal hier, dass der andauernd merkt, wenn ich fake. Rülpsen wir ihn doch nochmal an. Dann trinken wir etwas Wasser, um das Live wieder hochzukriegen. Kriegt er mit, wenn ich fake? Diesmal wohl nicht. Er ist schon zu besoffen, um das mitzubekommen. Das müsste aber eigentlich gleich geschafft sein. Rülpsen wir noch mal an. Und trinkt noch ein bisschen Wasser hinterher und dann ist gut. Ja, das geht im Endeffekt einfach darum, dass wir die Typen eben unter den Tisch trinken sollen. Ist nicht so spaßig gerade. Weiß auch nicht. Wäre mir lieber, wenn wir was anderes machen könnten. Aber gut. Ja, komm, ist ja gut. Ich hoffe, ich krieg das Gold. Wahrscheinlich nicht. Hey, ich habe jetzt gefaked. Hat er wohl nicht gemerkt. Ich aber auch nicht. Faken wir doch nochmal ein bisschen. Und er trinkt da immer schön weiter. So wollen wir das auch. Und jetzt rülpsen wir nochmal an. Damit wir, bevor wir jetzt wieder faken. Okay, das hat er mitbekommen. Natürlich nicht gut, wenn er sowas mitbekommt. Wir wollen natürlich so viel trinken, wie geht, damit eben unser Rülpsen hier noch mehr Damage macht. Soweit sollten wir runtergehen. Rülpsen und wieder ein bisschen Wasser trinken. Fällt ihm das auf? Ha, ab und zu fällt es ihm gar nicht auf, das ist gut. Und ja, ich weiß nicht, worüber ich jetzt hier reden soll. Das ist einfach unheimlich langweilig. Ehrlich gesagt. Die Quest hier ist halt so blur. Ne, also viel interessantes Zeug gibt's hier eigentlich nicht. Man versucht halt einfach nur diesen Opponent hier so ein bisschen
auszutricksen mit dem, was man tut, und müssen halt eben einfach nur auf runter trinken, und das macht genauso wenig Spaß, wie es klingt, ehrlich gesagt. Okay, der Penner hat auch gerade Wasser getrunken. Ja, kann man denn hier... wo sehe ich denn eigentlich? Gibt es hier irgendwie einen Buff, wo ich das sehen kann? Nee, irgendwie nicht. Das macht dem irgendwie gerade gar nichts, habe ich das Gefühl. Der trinkt jetzt aber auch irgendwie andauernd Wasser. Lower your health, the more powerful it is. Einmal geht noch. Ja, jetzt wird er doch wieder vergiftet. Ja, der hat sein Wasser getrunken, während er vergiftet gewesen ist. Das ist natürlich nicht gut. Also für ihn, für uns schon. Und fall um. Ja, jetzt müssten wir es geschafft haben. Ja, geht doch. Unbelievable! The newcomer Blackjack is the last drinker standing. We got ourselves a new potentate of potables. Surprise, surprise, eh, Cabril? I mean, yar! Flotsam and jetsam. Now, how about that wager? Fine, fine. I'll go fetch your gold, you thieving sea whisker. Okay, listen up. While you were guzzling away, I found Demi. She's under heavy guard on the other side of the water. So there was a plan after all. Beyond getting me sloshed, I mean. Of course there was. What did I tell you? You just have to trust me. Follow Tybalt to the prisoner cell. Go, Tybalt. Geh mal ein bisschen schneller. Go, Tybalt. Hier drinnen wahrscheinlich. Nee, irgendwie nicht. Wahrscheinlich ganz da vorne, hinterm Wasser. Überm Wasser. Ja. Ja, ich weiß, wo es ist. Latschen wir mal fix hin. Und befreien Demi. Wonach wir dann hoffentlich auch hier fertig sind mit der Episode. Junge, kommst du mal hinterher? Der steht da einfach nur rum. Glaubst du es denn? Muss ihn ernsthaft abholen da. Dass der nicht allein von alleine weiterläuft. Das kann ich echt nicht glauben. Na komm. Der steht einfach nur da rum, der Penner, ey. Er geht wohl nur weiter, wenn man in seiner Nähe ist. Klasse. Ja, komm. Lauf. Lauf. Schneller. Oh, das hasse ich so an diesen Quests manchmal. Häng ich einfach ewig rum. Oh, wir sind schon Level 45. Ist mir gar nicht aufgefallen. Warum sagt ihr mir denn nichts? Ich will mal hier in die Trades reingucken und ich habe nämlich vergessen, hier zu skillen. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Das ist nicht nett von euch, Leute. Das ist echt nicht nett. Was haben wir denn hier noch? Skalk Venom. Das ist. Hört sich ganz cool an eigentlich. Sieht zumindest ziemlich cool aus, und ist das? Okay, das Antitoxin-Spray ist nicht so prickelnd. Der Healing Seed ist aber cool. Der heilt 1200. Okay, dieses Skalk Venom ist eigentlich ein bisschen besser. Wir wollen aber hier unten ja noch unsere Dagger und Storm mitnehmen. Deshalb können wir jetzt nicht reinskillen. Und komm schon, mein Freund, das kann doch echt nicht so schwierig sein, hier lang zu laufen. Mann, ey. Blim, 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 blim. Yarr, yarr, and blimey, matey. How's about you let us fellow pirates through? Avast and bosun, the brow cap sailor. Who did you say you were again, fella? I'm Two Tibs a Whisker. This is blood-covered backstabbing Blackjack the Blade. Yar! Raise the crow's foot and rope down the jib-jabber-jabber.
You're kidding. Mates, we got trespassers. Shank 'em. Oh, anscheinend ist der Typ doch nicht so dumm wie der ganze Rest der Bagage hier. Ups. Ups. Das war blöd. Ja. Das ist irgendwie lustig. Ich wollte eigentlich nur ausweichen und mich heilen und bin dann aus Versehen runtergeplumpst. Naja. Clumsiness for the win, gelle. Ups. Ach, gute Güte. Manchmal ist das mit dem Laufen hier nicht so einfach. Ne? Vor allem, wenn man gerade hier so eine Drinking Competition gewonnen hat. Und vor allen Dingen, wenn das Jumping hier einen natürlich auch immer schön brav an den Abgrund der Verzweiflung treibt. So, jetzt haben die alle erstmal ein bisschen Blindness abbekommen. Hat ja super funktioniert. Tibbelt, macht die Tür auf. The Me Beetlestone, da haben wir sie. Gerescued. Aren't you a little sober to be a pirate? Look, we're with the Order of Whispers. We've been sent to get you out of here. We're here to abscond with you, and with the beer. The beer's already vanished into thin air, so now it's your turn. Thank the goddess, Lyssa. I was starting to think the Order had forgotten me. Do you have a plan to get out of this place alive? Sort of. The idea starts with run for it, and generally goes downhill from there. Come on! Ja, also, ich finde die Dialoge manchmal einfach unheimlich lustig. Muss man schon sagen. Da sind die Piraten. Juhu! Ich kann nicht mehr Juhu! Huch. Ich bin ja fast tot. Sollte vielleicht nicht mehr so häufig Juhu brüllen. Aber egal. Juhu! Haha, mein Freund. Spüre meine Daggers. Okay, das war's. I'll escort to me to the Lion's Arch safe house. Meet us there. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier raus. Sind fertig mit der Quest. Und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Tschüss.